Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mampfen und Bewerten. Heute mit dem Baguette nach Dönerart, Leute. Wir haben ein gefülltes Baguette mit gegrilltem Hähnchenfleisch vom Drehspieß mit Salat und Soße von Orient Tasty. 190 Gramm soll der Freund hier wiegen, deshalb werden wir ihn jetzt erstmal auf die Probe stellen. Wir öffnen die Verpackung und sehen, oh ja, sieht schon ganz üppig aus. Ne? Also jetzt so ganz klein sieht es jetzt nicht aus. Ne? Das ist ja schon mal ganz gut. Ne? So, und jetzt stelle ich hier noch auf Gramm und dann schauen wir uns an, wie viel Gramm es auch wirklich hat. So, 191, wir sind 189, 191, 190, gut getroffen. Was oder wie können wir dieses Produkt jetzt nämlich beschwabbeln? Das heißt, wir schauen uns das mal an hier. Guckt euch das an. Ja, sieht gar nicht so schlecht aus. Ne? Sieht aber sehr industriell gefertigt aus. Was wir damit machen ist, wir packen das Ding jetzt erstmal auf eine schöne Teller und dann packen wir das Ding rein in die Mikrowelle. So, zack, oben drauf, Mikrowelle öffnen. Und jetzt heißt es erstmal Mikrowelle schließen und wir werden dieses Teil jetzt in der Mikrowelle bei 600 Watt eine Minute erhitzen und danach werden wir es noch eine Minute chillen lassen. Wenn wir den Backofen benutzen wollen für das Baguette Dönerart, dann sollten wir das Baguette auf die mittlere Schiene im vorgeheizten Backofen ca. 8 Minuten bei 160 Grad Celsius erhitzen und dann heißt es wieder eine Minute chillen lassen. So, eine Minute einstellen und dann geht's zum Mampfen. So, dieses leckere Baguette ist nun heiß und fertig. Das sieht doch schon mal gut aus, das Ding hier, oder nicht? Ne? Wir haben hier das Baguette nach Dönerart am Start. Das heißt, wir haben ein Baguette gefüllt mit gegrilltem Hähnchenfleisch vom Drehspieß mit Salat und Soße. Ergo wie ein Döner-Kebab, aber sozusagen kompakt im Baguette eingebaut. Denn der Döner-Kebab selber, kurz sagt man einfach nur Döner, ist eines der bekanntesten Gerichte der türkischen Küche. Das griechische Gyros ist dem sehr ähnlich. Döner besteht aus mit Marinade gewürzten Fleischscheiben, die schichtweise in einem senkrecht stehenden Drehspieß gesteckt und seitlich gegrillt werden. Von diesem werden nach und nach die äußeren gebräunten Schichten dünn abgeschnitten und die bringen diesen leckeren Flavor da rein. Ursprünglich wurde der Döner nur mit Hammel- und Lammfleisch verwendet. Es ist auch die Verwendung von Kalb- und Rindfleisch oder Geflügel wie Pute oder Hühnchen, wie in diesem Fall, üblich geworden. Wenn wir diesen Freund hier intus haben, dann ist das schon was, sage ich euch. Das ist natürlich jetzt nicht kalorienmäßig so das Wenige, ne? Überhaupt nicht, weil die Dinger wiegen fast 200 Gramm. Das heißt, wenn wir das uns vereinköstigen, sind wir bei ungefähr 500 Kilokalorien. Davon sind natürlich dann 16 Gramm Fett ungefähr, das viel. Das sind fast 5 Gramm gesättigte Fettsäuren, das ist nicht so geil. Auch Kohlenhydrate sind viele drin, und zwar so um die 60 Gramm, davon alleine schon 6 Gramm Zucker. Eiweiß haben wir aber auch am Start mit 22 Gramm und Salz mit 3 Gramm, wie ihr seht. Das heißt also, so ein Kumpel hier schließt schon mit einem Burger richtig gut auf. Es ist also demzufolge eine volle Mahlzeit des Mampfens. Obwohl, ja, wer isst einen Döner? Die Dinger werden auch mal kleiner heutzutage. Und dann sind die auch einfach weggefuttert, nicht wahr? Also, hier ist es genau das Gleiche. Wir werden dieses Baguette nach Dönerart vermampfen. Und ich muss sagen, wirklich, schmeckt gut. Es ist ja ein Instant Food. Das heißt also, es ist alles fertig, Convenient Food. Man macht es nur in die Mikrowelle, Job's done. Und hat für ungefähr 2 Euro im momentan im Stadium dort von einem Discounter ein leckeres Snack oder Mittagessen hier am Start. Deshalb bewerte ich das Baguette nach Dönerart, bewerte ich mit guten 8 von 10 Punkten. Das ist absolut lecker, kann man mampfen
Und es schmeckt auch ganz gut, wirklich. Da kann man nichts sagen. Es kann Spuren von Eiern, Sesam und Lupinen enthalten. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Es ist sehr einfach in der Herstellung, hätte ich jetzt fast gesagt, in der Verarbeitung. Es wird mit 190 Gramm ausgewiesen. Und diese 190 Gramm selber haben wir fast punktgenau erreicht. Das heißt also, haben sie ganz gut gemacht. Döner ist immer gut. Hier kommt das Dönerfleisch ganz gut zur Geltung. Wir haben jetzt nicht so eine Fettschlacht da drin. Also es schmeckt wirklich ganz gut. Gute Bewertung, leckeres Essen. Hier der gute alte Dönerspieß. Mal ein bisschen anders. Und zwar Baguette-Döner-Art. Nach Dönerart. Baguette gefüllt mit gegrilltem Hähnchenfleisch vom Drehspieß mit Salat und Süßchen. Ein Daumen nach oben. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Zun, zun.